Lothar Bunscheid ist ein Kind im Körper eines 78-Jährigen. Da habe ich Licht angemacht. Mit seinem neuesten Streichholzschiff erfüllt er sich einen Traum. Ein Boot, in dem er sitzen könnte. Ich will tatsächlich irgendwann mal mit dem Ding tatsächlich auf dem Wasser. Da nützt mir alles nichts. Doch dann kommt es während der Dreharbeiten zum Unglück. Ach du Scheiße, jetzt könnt ihr filmen. Waren 4 Monate Arbeit für die Katz? Lothar Bunscheid hat sich ein Hobby ausgesucht, das viel Fingerspitzengefühl erfordert. Aus zehntausenden Streichhölzern baut er Schiffe. Mit vielen Details und technischem Schnickschnack. Und damit hat der gebürtige Ruhrpottler auch zu kämpfen. Ja, das habe ich natürlich oft, ne? Weil diese ganze Funktion, dass sich das auch alles bewegt, das muss man erst mal hinkriegen. Da bin ich ja schon nachts, meinetwegen um 3 Uhr aufgestanden, hatte ich eine Idee gehabt. Oh, das musst du so und so machen. Ja, dann bin ich aufgestanden, hab das gemacht, mitten in der Nacht. Das war schlimm, war das. Das war eine ganz schlimme Zeit. Das war krankhaft, mehr als krankhaft. Und dann habe ich das aber auch ganz schnell wieder stillgelegt, ne, weil hat keinen Zweck. 1965 baut Lothar Bunscheid sein erstes Modell, das Flaggschiff von Christoph Kolumbus, die Santa Maria. In fast 60 Jahren kommen 13 Modelle dazu. Ein teurer Spaß, der ihn aber nicht vom Bauen abhält. Ja, weil das doch mein Hobby ist. Dann Hobby ist mir egal, was es kostet. Da würde ich meinen letzten Cent für opfern. Aber zum Glück haben wir noch 13 über. Und auch die Ideen gehen noch nicht aus. Ein Schiff hat es Lothar Bunscheid besonders angetan. Das Forschungsschiff Meteor hat der Rentner schon in klein gebaut. Und jetzt sogar in einer 3,5 Meter langen Version. Tonassistent Vincent packt mit an, um das mehr als 40 Kilo schwere Streichholzschiff in den Pool zu heben. Das schwimmt. Siehste. Hiermit erfüllt sich der gebürtige Ruhrpottler einen Traum. Denn dieses Schiff soll nicht nur alleine auf dem Wasser fahren, sondern mit ihm als Kapitän an Bord. Die Jungfernfahrt ein paar Tage zuvor ging jedoch gehörig schief. Als ich das erste Mal probiert habe hier auf dem Wasser, war alles wunderbar. Das Schiff da ging rein. Ich habe meine Gewichte reingetan. Dann habe ich gedacht, naja, da musst du ja auch noch rein. Dann wollte ich selber das probieren. Steig drauf. Das Schiff dreht sich rum. Die Gewichte fallen nach einer Seite und patsch, lag in das Wasser drin. Das war mein erster Versuch und nie mehr wieder. Wie schnell aus nie mehr wieder ein soll ich nicht doch noch mal probieren wird, zeigen wir noch. Beim Bau der Meteor hat Lothar Bunscheid den Turbo gezündet. Erst im Juni hat er angefangen zu basteln. Bei den kleineren Schiffen hat er sonst mehrere Jahre gebraucht. Ja, wie ich das gemacht habe, weiß ich auch nicht. Denn hier kommen noch drei Radars dran und ach, was hier noch alles dran kommt an dem Schiff hier. Dann will ich, dass da richtig Qualm rauskommt und so, das soll alles 100%ig werden. Noch ein halbes Jahr braucht Lothar Bunscheid wohl, bis alles fertig ist. Schon jetzt ist er mächtig stolz auf sein Werk. Dass er hier etwas Besonderes gebaut hat, will der Rentner auch zeigen. Da ist dann meine Einstiegsluke quasi. Das kann ich dann einfach abschrauben hier oben, abheben, an der Seite damit. Dann kann ich das hochklappen und einsteigen. Das wäre eigentlich so einfach, aber oder soll ich doch noch mal probieren? Mir juckt das richtig. Also doch, mit Hilfe von Frau Hannelore und dem Kamerateam traut sich Lothar in sein Schiff einzusteigen. Seetauglich ist das aber wohl noch nicht. Das ist doch eine ganz schöne wackelige Angelegenheit. Der muss tiefer. Der ist einfach nicht tief genug, der Biest. Zufrieden ist der Kapitän also noch nicht. Aber ich war doch mutig, ne? Doch nach der Euphorie passiert das Unglück. Die Meteor sinkt. Danke. Ach du Scheiße, da ist doch der ganze Blei da dran. Ach Gott, nee, was eine Scheiße. Vor dem Herausheben aus dem Pool hätten die Gewichte rausgenommen werden müssen. Doch das haben der Schiffsbauer und das Kamerateam vergessen. Boah, ach, das war ja was. Das geht wieder in eine Fernsehgeschichte ein. Ärgern Sie sich? Ein bisschen schon, ne? Ja, weil
jedes Mal, jetzt muss ich wieder zusehen, dass der Motor da, der kostet über 70 Euro. Aber alles Ärgern nützt ja nichts. Das Schiff muss in das Trockendock. Und während Lothar Bunscheid sich wieder einem anderen Schiff widmet, zeigt seine Frau Hannelore, was wahre Liebe ist. Ist ja auch viel wert, ne? Muss man ja auch ehrlich sagen, ne? Wer macht so einen Blödsinn alles mit hier? Ne? Wie geht's da zum Beispiel sauber machen dann, ne? Jede andere Frau, die geht shoppen oder wo, aber nicht an meine alten Dampfer hier. Ja. Lass dich nicht stören. Ich mache das halt auch gerne, ne? Und so hält uns das auch alles zusammen. Wir sind 54 Jahre verheiratet, ne? Und seitdem. Aber glücklich. Und ich kenne meinen Mann nicht anders. Und vielleicht ist es auch dieser sichere Hafen der Ehe, der es Lothar Bunscheid erst ermöglicht, seine Streichholzschiffträume zu verwirklichen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.